Hey Leute, ich wollte heute mal ein bisschen mit einem ernsteren Thema zu euch sprechen. Es geht da um eine Sache, die mich schon lange beschäftigt und die mich richtig ankotzt und die ich mal loswerden will, weil ich nicht mehr an die Linie rankomme. Ich habe damals Scheiß gebaut, wie ich bin, wie alle bin ich auch nicht fehlerfrei. Ich hatte damals das Glück und ich bin so ein Idiot, ja, dass ich das nicht genutzt habe, dass ich mit einer der ersten war, der mit Darek zu tun hatte. Und dass er da gerade angefangen hat, wie es den Leuten beizubringen, wie es läuft, im Internet Geld zu verdienen. Und ich hatte da halt eine Sache, die mich sehr interessiert hat und wo mein Herz drin gesteckt hat. Und Darek hat mir halt gezeigt, wie ich damit Geld verdienen kann. Wir haben uns mal in Thailand getroffen, er hat mir da geholfen und mir ein paar Sachen mit an die Hand gegeben, wie ich halt damit Geld verdienen kann. Ich sollte nur ein paar Sachen ausarbeiten und habe es einfach nicht gemacht. Nach meiner Selbstständigkeit habe ich mich dann ja, zu viel in Spaß verloren. Und habe die Sachen einfach nicht umgesetzt. Und jetzt ist schon ein Jahr vergangen und ich habe es nicht gemacht und er hatte dann halt keinen Bock mehr, mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich immer wieder gefragt habe, wie das und das geht und es dann nicht umgesetzt habe. Und er hat mir sogar einmal geholfen bei dem Anthony Wilder Tyson Fury Kampf, der unentschieden gelaufen ist, ja, wo ich dann ein bisschen doof dastand. Und Darek ja, hat das so leid getan, er hat mir sofort geholfen. Und ich habe dann so eine Scheiße gebaut und war respektlos, weil mich dann das angekotzt hat, dass er nicht geantwortet hat so schnell, weil er so viele Coachings hatte. Und ja, habe da einfach Scheiße gebaut und kann mich jetzt nicht mehr bei Ihnen entschuldigen und die Sache erklären, weil so bin ich eigentlich nicht. Und deswegen wollte ich das jetzt öffentlich machen. Vielleicht kann Ihnen irgendwer das Video schicken. Ich mache es nicht, weil ich irgendwie irgendwas einen Nutzen davon haben will, sondern er ist wirklich ein guter Typ und hat Ahnung davon. Und ich habe es einfach versaut. Und ich will es einfach loswerden, dass, ja, dass ich da in einer scheiß Phase war und es mir leid tut. Ja, vielleicht könnt ihr irgendwie in das Video zukommen lassen. Und ja, jetzt bin ich erstmal raus.